seiner sensationellen Zeit, damals mit Schweinsteiger, Champions League-Sieg, Robben in die Arme und dann doch noch das Tor durch Julian Green. Torwartfehler, muss man ganz ehrlich sagen, von Arne Kampe. Leichtes Klatschen bei Ancelotti. Der Schuss von Robben war ehrlich gesagt jetzt nicht spektakulär. Das wäre besser gegangen, 9. Minute. Hier Ribéry, dann Robben eigentlich ganz frei und dann in die Arme von Arne Kampe. Und dann schön abgestaubt von Julian Green. Robben, da ist es, das 2-0. Wir schreiben die 16. Minute. Lahm in den Lauf von Robben, alles sauber, da vorbei an Torhüter Arne Kampe. Der will es noch mal wissen, das sage ich Ihnen in der nächsten Saison. Der gibt noch mal Vollgas, wenn die Adduktoren und die Muskeln das zulassen. Herr Lippstädter, dann haben wir wieder Ribéry, jetzt macht das selber, 3-0. 33. Minute. Tanzt die Nummer 7, Fabian Lübbers, aus, den Abwehrchef der Lippstädter. Auch nur zwei Türchen. Na, das war aber mal ein blitzsauberes, sensationelles Eigentor von Marvin Josvik. Kann passieren, dann kann man auch nur lächeln und den Kopf schütteln. Mein Gott, passiert einfach. Die Hereingabe von Green. Die 49. Minute war es und dann... Aber sowas von furztrocken abgeschlossen von Josvik zum 4-0. So geklappt. Ja, da schau her, was war denn das für ein Ding? Eine Riesenüberraschung, klasse gemacht von der Nummer 6 von Marcel Rump. Kam gerade in die Partie, der Ehrentreffer. Und wo war denn da Tom Starke? Was ist denn da passiert? 51. Minute, 1-4. Rum. Da hat es geruppelt. Und wo stand denn da Tom Starke? Irgendwo auf dem falschen Fuß. Abgefälscht war da nix. Ja, das kann er auch noch sagen. Richtig wehgetan. Und da ist das zweite Tor. Für die Lippstädter, wenn ich es richtig gesehen habe, von der Nummer 19 von Thomas Ischerwood. 57. Minute. Felix Götze hat da den Ball gewaltig abgekriegt. Und dann war es ja richtig mit der Nummer 19 Thomas Ischerwood, der das 2-4. Da ist der Anschlusstreffer. Na also, jetzt hat er es doch noch gepackt, der gute Paolo Maiella. In der 87. Minute das 3-4. Maiella. Vorher hat er sich schon so geärgert, weil ein Schuss daneben ging. Und jetzt war er gerade in den Armen von Stefan Fröhlich, dem 30-jährigen Trainer. Und auch da hatte Tom Starke das...